Oma vor die Cut reagiert. Merkwürdig. Mal sehen, was Dr. Denner dazu sagt. Ob Madeleine schon am BWK auf uns wartet? Ja, klar. Madeleine hat gesagt, sie will auf jeden Fall kommen. Ich gehe dann zur Landung, Eva. Alles klar bei euch? Ja. Bei euch auch? Dann wollen wir mal. Medevac 7152, request permission for landing at BWK Wandsbek. Soweit ist alles in Ordnung, aber sie hatte eine für diesen Koma-Zustand eher ungewöhnliche Reaktion. Und was bedeutet das? Das kann durchaus positiv sein. Kommen Sie, stellen Dr. Denner vor, er ist der Spezialist. Darf ich dir das abnehmen? Gerne. Wolke, wir wollten noch die Flugdaten. Das ist doch viel zu schwer für Sie. Ich komme gleich wieder. Zitronenbonbon? Was? Ja. Danke. Wie heißt es doch? Nicht das Gefecht entscheidet die Schlacht. Ja. Aber mein Rivale hat schon ganz schön Vorsprung. Ja, genau. Und alles Weitere steht hier drin. Aber wie gesagt, Abwehrreaktionen so wie eben hatte Frau Descartes bisher nicht gezeigt. Vielleicht sollten wir die Becken-OP um ein paar Tage verschieben. Die Patientin bleibt erstmal hier auf Intensiv und dann werde ich sie gründlich untersuchen. Mensch, es tut richtig gut, dich zu sehen. Alles beim Alten? Du und Carsten, ihr seid immer noch richtig verliebt. Frag besser nicht. 1, 2, 3. Du wirst sehen, deine Mutter ist hier gut aufgehoben. Du bist in der Nähe vom Rettungszentrum. Also, falls du irgendwas brauchst. Frau Descartes, das ist Dr. Denner. Er ist Spezialist für weitere Maßnahmen. Guten Tag. Wenn Sie wollen, kann sie gleich zu Ihrer Mutter. Sie wird zur Beobachtung erstmal bei uns bleiben. Bis später. Tschüss. Tschüss. Reg dich vor allem nicht so auf, das bringt ja nichts. Das schadet nur dem Baby. Ich habe halt richtig Sehnsucht nach dir. Ja, wäre schön, wenn wir nachher noch ein bisschen Zeit für uns hätten. Aber jetzt muss ich erstmal Papas verflixtes Auto in Gang kriegen. Wenn gar nichts mehr hilft, dann tritt einfach ein paar Mal gegen. Das hat bisher immer geholfen. Nee, das schaffe ich schon. Und dann komme ich auf jeden Fall vom Frauenarzt noch bei euch im Rettungszentrum vorbei, okay? Ja, okay. Ich liebe dich. Ich dich auch. Ciao. Scheibenwischer könnte auch ein bisschen nachgezogen werden, wo du gerade dabei bist. Okay, das ist notiert. Sonst noch was? Ja. Weil wir das so richtig sauber machen könnten, die Schaden, oder? Ja, okay, werde ich mich die nächsten Tage drum kümmern. Schön wäre es, wenn du es sofort erledigen könntest. Geht in Ordnung, Herr Hauptmann. Absaugung an. Eine Atropin und 100% O2. Kann
Kann ich etwas tun? Nein, im Moment nicht. Bitte warten Sie draußen. Der SAR 71 auf dem Weg nach Rahlstedt. Gibt es schon nähere Angaben zum Einsatz? Ja, SAR 71. Es soll sich um eine nicht ansprechbare Person handeln. Der RTW 21 Anton ist noch auf der Anfahrt. Danke, das ist verstanden. Gibt es noch Hoffnung für Madeleines Mutter? Hoffnung gibt es bei Koma-Patienten immer. Aber diese Ungewissheit ist für die Angehörigen besonders belastend. Diese Reaktion heute Morgen könnte auch ein gutes Zeichen sein. Ich finde, Frau Descartes hat sich bis jetzt großartig gehalten. So leicht gibt sie ihre Mutter nicht auf. Eine supra verdünnt. Katecholamine für den Perfusor fertig machen. Kommen Sie schon, Frau Descartes. Na los! Sag's denn, ist ja noch mal gut gegangen. Wie konnte das passieren? Da hatte sich ziemlich viel Schleim in den Atemwegen angesammelt. Das kann bei einer beatmeten Patientin schon mal vorkommen. Ich werde die Becken-OP definitiv verschieben. Ich dachte, nach dem, was Sabine, also was Dr. Petersen gesagt hat, dass meine Mutter Fortschritte macht. Die Reaktion, die Ihre Mutter während des Transportes gezeigt hat, deutet auf eine Veränderung hin. Aber um genaueres zu wissen, müssen wir mehrere Untersuchungen machen. SAR 71 für Florian Hamburg kommen. Der SAR 71 hört. Wir bekommen gerade eine Rückmeldung vom RTW 21 Anton. Die Person ist wieder ansprechbar. Es war wohl lediglich eine leichte Kreislaufschwäche. Sie sind dort nicht mehr erforderlich und können beidrehen. Das haben wir verstanden und drehen bei. So, ab nach Hause. Jo. Das gleich mal checken. Ja, mach das. Ich geh uns da mal ganz kurz ausmelden. Hm? Bin gleich wieder da. Wolke? Hm? Du kennst doch Sabine ganz gut. Ja, ich denke schon. Warum? Irgendwas stimmt da nicht. Sie hat einen blauen Fleck hier am Handgelenk und hat sie versucht, vor mir zu verstecken. Traust du Carsten sowas zu? Also, ich weiß zwar, dass es bei denen im Moment nicht so gut läuft und ehrlich gesagt kann ich den Kerl auch nicht ausstehen. Aber sowas würde ich ihm nicht zutrauen. Nee. Trotzdem, irgendwas stimmt da nicht. Hier unten ist alles verölt. Also doch, ja? Tja. Ach, herrje, hier ist auch alles verölt. Das ist der Startergenerator. Damit bin ich hier überfordert. Tja, das war's dann wohl, ne? Ab in die Werkstatt mit unserer guten Anneliese. Du kümmerst dich um den Rest, ja? Na klar, was denkst du denn? Ich ruf gleich die Jungs an, dass sie in die Gänge kommen. Einverstanden? Blank? Jens! Blumen sind doch auf der Intensivstation nicht erlaubt.
Ich weiß auch nicht, warum das ausgerechnet jetzt passiert. Ein Mann passt im Moment überhaupt nicht in mein Leben. Aber irgendwie habe ich mich verliebt. Was ist das? Nichts. Mensch, Sabine, wir sind Freunde. Dann lass mich in Ruhe. Sabine! Oh, du tust mir weh. Entschuldigung, es tut mir leid. Sabine, bitte sag mir, dass das nicht Carsten war. Lass gut sein, Walke. Das kann ich nicht. Wenn der Kerl dich angepackt hat, dann knallt's, und zwar heftig. Das geht niemandem was an. Sonst noch was? Ja. Wir sind jetzt für längere Zeit ausgemeldet. Anneliese muss zur Instandsetzung. Wir haben einen Schaden am Startergenerator. Sie wird gleich abgeholt. Gut, danke. Dann kann ich mich jetzt endlich um meinen Papierkram kümmern. Der Oberstarzt hat mich nämlich schon auf dem Kieker. Du wirst sehen, mein Mädchen. Du bist in 0, nichts wieder da. Hm? Weißt du, Madeleine, schon eine ganz besondere Frau. Nichts gegen dich, meine Dicke. Aber sie ist irgendwie anders als die anderen Frauen. Zumindest anders als Iris. Naja. Das klingt vielleicht ein bisschen albern, aber... Ja, das klingt albern. Aber wenn ich sie sehe, dann wird mir ganz warm. Genau hier. Hallo, Wolke. Oh, hallo, Charlie. Na, was machst du denn hier? Nicht anlehnen. Ich suche meine Schwester. Ist sie drinnen? Ja. Gut, dass du da bist. Ich mach mir nämlich ein bisschen Sorgen um Sabine. Der Zustand ihrer Mutter war doch ganz stabil. Ich meine, dieser Zwischenfall, der war doch überhaupt nicht voraussehbar, oder? Nein. Mama hat mir auch einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Aber irgendwie wusste ich, dass es gut gehen wird. Außerdem stehen Mamas Sterne gut. Sie glauben doch jetzt nicht ernsthaft an Astrologie, oder? Ich studiere zwar Philosophie, aber ich glaube, dass es Dinge im Leben gibt, die man nicht erklären kann. Vielleicht sagen die Sterne ja doch die Wahrheit. Was sind Sie denn für ein Sternzeichen? Ich? Bestimmt kein Fischemann. Doch, genau das bin ich, 5. März. Fischemänner sind sehr romantisch. Dann müssten Sie Blumen mitgebracht haben. Ja, das habe ich auch, aber die Schwester hat sie mir aus der Hand gerissen, weil hier auf der Intensiv sind ja keine Blumen erlaubt. Danke. Darf ich Sie heute Abend zum Essen einladen? Oh, das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Aber ich weiß nicht, ob ich Mama alleine lassen will. Oh, das ist kein Problem. Also, dann lasse ich das Essen ins Rettungszentrum liefern. Dann sitzt sie ganz nah bei ihrer Mutter und wir machen sowas öfter. Wie wär's mit Tai? Ja, ihr Wunsch ist mir Befehl. Jens, wenn Sie nichts dagegen hätten, ich fänd's schön, wenn wir ab jetzt du zueinander sagen. Sehr, sehr gerne. Sag mal, du wohnst doch auch bei Carsten. Du musst doch irgendwas mitgekriegt haben. Als ich nach Hause kam, war er gar nicht da. Aber Sabine war da. Sie war in Carstens Schlafzimmer eingesperrt. Was? Der hat sie eingeschlossen und ist weggegangen? Ja, der Typ muss vollkommen ausgerastet sein. Und Sabine war ganz schön verstört. Na klar, wenn er sie einsperrt. Sie wollte gar nicht reden, sondern einfach nur nach Hause. Sie hatte richtig Angst, dass Carsten noch mal zurückkommt.
Ja, und Carsten? Ich meine, der muss doch irgendwas dazu gesagt haben. Mir gegenüber hat er erst so getan, als wäre überhaupt nichts passiert. Und als ich ihn dann gefragt habe, warum er meine Schwester einsperrt, da ist er ausfallend geworden. Er meinte, das geht mich nichts an. Aha. Das heißt, du bist jetzt wieder auf Wohnungssuche, hm? Bei dem Typen bleibe ich garantiert nicht länger. Schade, dass Evi mit den Kindern noch nicht da ist. Das wäre was für die Kiddies. Passt mir auf meine Anneliese auf. Man kann keine Sentimentalität. Ist ja nicht für immer, hm? Sagen Sie mal, Homan, kennen Sie eigentlich ein gutes thailändisches Restaurant, das auch liefert? Wir hatten uns eigentlich für heute Mittag auf Pizza geeinigt. Für heute Abend. Ich erwarte einen lieben Gast. Ah, ich nehme an, du redest von Madeleine. Ja. Ihre Mutter hatte einen akuten Zwischenfall. Sah nicht gut aus. Und da habe ich mir gedacht, dass sie sich bestimmt über eine Einladung freuen würde. Und sie hat tatsächlich ja gesagt? Natürlich hat sie das. Ich finde es total lieb von dir, dass du mir Herrn Braun gebracht hast. Und ich finde es auch gut und richtig, dass du ausziehen willst. Aber was zwischen mir und Carsten ist, es geht nur uns was an. Naja, nach gestern Abend, da waren Herr Braun und ich uns sicher, dass du uns brauchst. Hat Carsten nicht geschlagen? Nein. Aber? Er ist ein wenig grob geworden. Wie grob? Ich bin gleich wieder da. Ein verflixter Tag. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Hat Wasser, Öl oder der Luftfilter? Als ob du was von Motoren verstehst. Mehr als du auf alle Fälle, Warmduscher. Keilriemen, es ist sicher der Keilriemen. Lieber Warmduscher als Süßholzraspler. Du hast ja nicht den geringsten Peil von Opas Auto. Was machst du denn? Scheiß Ding. Also Mama, treten ist ganz sicher nicht. Wir kriegen die Karre schon wieder flott. Pat, du holst die Wasserflasche aus dem Kofferraum und Pitt, du holst mir mal bitte mein Handy aus der Tasche. Warten nervt. Und kommt denn jetzt der Ersatz? Lang fragt schon nach. Und wo ist Evi mit den Kindern? Wir wollten jetzt hier sein. Mensch, Paul, warten ist wohl auch nicht deine große Stärke, hm? Wie willst du die 9 Monate überstehen, bis der Nachwuchs kommt? 7,5. Es sind noch 7,5 Monate. 6 Wochen haben wir schon hinter uns. Mensch, Wolke, wieder was Kleines. Ich freue mich total. Leute, das Geschwader kann uns immer noch keinen Ersatzhubschrauber schicken. Die sind alle im Einsatz. Das ist heute wie verhext. Kann also noch eine ganze Weile dauern, bis wir wieder in der Luft sind. Na toll, dann raus mit den Karten, Jungs, bevor wir vor Langeweile sterben. Gute Idee. Sag mal, kennt sich eigentlich einer von euch zufällig mit Thai-Food aus? Ich möchte Madeleine so richtig verwöhnen. Naja, das mit dem Kartenspiel kann ja auch noch warten. Ich geh mal gucken, ob Evi schon im Anmarsch ist. Wolltest du mich eigentlich nur ausstechen oder liegt dir wirklich was an Madeleine? Wenn schon. Das macht aber dir keinen Unterschied.
Hauptsache, du bekommst, was du willst. Das macht sogar einen Riesenunterschied für mich. Ich möchte einfach wissen, woran ich bei dir bin. Also schön. Wenn du es unbedingt wissen willst. Mir liegt sehr viel an Madeleine. Mir aber auch. Madeleine ist eine wunderschöne Frau. Und ich möchte sie für mich gewinnen. Gut. Du liegst ja auch gut im Rennen. Mahlzeit. Trink was. Ich ruf Papa an, er soll uns abholen. Er kann doch da gar nicht weg. Ist doch ein Notfall. Wehe, du sagst Papa was. Er macht sich da nur unnötige Sorgen. Ich bin schließlich nicht krank, sondern nur schwanger. Was war das jetzt gerade? Eine Wehe kann's ja wohl nicht sein. Also so lassen wir dich keinen Schritt mehr laufen. Nee. Was ist denn jetzt los? Ist heute Weihnachten? Oder warum seid ihr euch plötzlich einig? Los, kommt, wir gehen das letzte Stück zu Fuß. Oh. Danke dir. Holst du mal den Zündschlüssel? Ja. Hören Sie mal, das muss der Ersatzhubschrauber sein. Jetzt kann ich Sie wieder einmelden. Nur mal sagte Roman, wenn das der Ersatz wäre, dann hätte uns das Geschwader angerufen. Ihr seid doch mal ruhig. Nee, klingt nicht so schön wie unsere Anneliese. Ist aber eine Belle. Ich habe gehört, Sie sitzen heute auf dem Trockenen. Jawohl, Oberstarzt. Schaden am Startergenerator. Geschwader hat noch keinen Ersatz für uns. Ja, tut mir leid, da werden Sie sich noch ein wenig gedulden müssen. Ist Frau Dr. Petersen in Ihrem Zimmer? Ich denke schon, Herr Oberstarzt. Sie denken? Ja, wissen Sie es oder wissen Sie es nicht? Ich erwarte eine klare Antwort. Und das wäre in diesem Fall, ich weiß es nicht. Das wäre korrekt, nicht wahr? Jawohl. Also versuchen Sie es in Zukunft mal mit etwas mehr Präzision, Obergefreiter Hohmann. Jawohl, Herr Oberstarzt. Oh Mann. Ist heute irgendwie nicht mein Tag. Ich schaff das. Na, unsere Frau Doktor lässt aber ganz schön auf sich warten. Dabei könnte sie dich doch auch mal untersuchen. Du siehst irgendwie krank aus. Dann wollen wir mal sehen. Meine Diagnose lautet... Akuter Anfall von Größenwahn. Nehmen Sie sofort die Füße von Dr. Petersen an. Was machen Sie hier, Herr Petersen? Ich wollte meiner Schwester den hier bringen. So, so. Sagen Sie Ihrer Schwester, Oberstabsarzt Petersen, dass ich bis 1800 in meiner Besprechung bin, aber gerne heute noch Ihre Berichte sehen würde. Jawohl. Natürlich, Herr Oberstarzt. Und lassen Sie gefälligst die Füße vom Schreibtisch. Klar. Na endlich! Wo bleibt ihr denn? Ich hab dir schon Sorgen gemacht. Tut mir leid, aber das Auto hat gerade endgültig den Geist aufgegeben. Tag, Papa! Hi, Paps. Hi. Hab ich ein Glück, dass du gerade nicht in der Luft bist. Wieso fliegt Anneliese denn ohne? Oh Mensch, du Bausparer, das ist doch nicht Anneliese. Anneliese hat keine grüne Tür. Ha, da habe ich ja vorhin doch recht gehabt. Hallo ihr drei, schön euch zu sehen. Ne? Ey, mein Hörmann. Wie geht's dir? Ganz ehrlich? Ja. Nicht so gut. Heute ist irgendwie der Wurm drin. Naja, tschüss. Ciao. Tschüss. Was hat er denn? Ach, heute ist einfach ein verflixter Tag. Wir hatten erst einen Einsatz, der zweite wurde abgebrochen. Dann musste Anneliese mit dem Schaden in die Werkstatt und wir kriegen keinen Ersatz. Und Sabine hat mächtig Ärger und Wolke hat Liebeskummer der mittelschlimmen Sorte.
Ich würde sagen, die allgemeine Moral ist auf dem Tiefpunkt angelangt. Oh weia. Da muss man euch ja dringend aufheitern. Also eigentlich gefallen mir beide Männer gut. Aber bei dem einen, du weißt schon, da habe ich irgendwie das Gefühl, dass uns etwas Tiefes verbindet. Hallo. Hallo. Ich musste vorhin so schnell weg. Blank hat mir erzählt, dass deine Mutter eine Krise hatte. Und da dachte ich, ich schau mal rein, wie es euch geht. Ja, Mama hat mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Aber jetzt ist sie wieder stabil. Schön, dass du gekommen bist. Ehrlich? Ganz ehrlich. Blank hat mir gesagt, du isst mit ihm zu Abend? Vielleicht, habe ich gesagt. Das kommt ganz darauf an, wie es Mama geht. Und nur, wenn wir bei euch essen können. Du isst doch mit, oder? Klar. Charlie, geh jetzt bitte. Ich gehe hier nicht weg, ehe ich nicht weiß, was mit dir und Carsten los ist. Ich möchte aber nicht darüber reden. Und außerdem hast du den Oberstarzt gehört, der wartet auf meine Berichte. Also komm, Charlie, bitte, lass mich jetzt in Ruhe. Charlie! So, Herr Mäuse, geht ihr mal in den Aufenthaltsraum, ja? Hallo, ihr beiden. Hallo. Na? Ist Sabine da drin? Ja, aber sie will mit niemandem reden. Sie hat Zoff mit Carsten. Schlimm? Ja, ganz schlimm. Okay, lasst mich mal. Sabine? Was ist denn passiert? Raus mit der Sprache. Was hat Carsten angestellt? Oh nein. Sabine, sowas darf nicht passieren. Nie. Nicht ein einziges Mal. Gestern Abend? Da habe ich ihm gesagt, dass es aus ist. Und er ist total ausgerastet. Er wollte mich nicht gehen lassen. Dann hat er mich genommen und ins Schlafzimmer geschleudert und hat mich eingeschlossen. Also, Roman, Sie bestellen vorweg einmal die Suppe Tom Kha Gai und die Suppe Tom Yam Gung. Na, alles klar? Ja, alles bestens. Und bei dir? Oh, bestens, bestens. Danach nehmen wir zweimal das Yam Nua. Gibt es schon Neuigkeiten von Anneliese? Ist auf dem Wege der Besserung. Und als Nachspeise nehmen wir einmal die Pandanusblätter. Gewickelt. Gewickelt. Sag mal, Blank, du bist vielleicht ein Schlitzohr. Ich bin beide auf den Leim gegangen. Von wegen, Madeleine will mit dir alleine zu Abend essen. Ja? Ja, ich sollte nämlich ausrechnen, du möchtest ein wenig mehr bestellen. Wir essen nämlich heute Abend zu dritt. Weißt du, dass ich mir schon Namen überlege? Ich spüre, dass es ein Mädchen wird. Ja, ich hätte gerne noch ein Mädchen. Oh, nee, ne? Oh, shit. Sag mal, ist alles in Ordnung? Du siehst ein bisschen blass aus. Ach. Wann musst du heute zur Frauenärztin? Ich hab noch ein bisschen Zeit. Ja, guck mal, wer da kommt. Evi! Was hast du denn? Oh, mir ist so schlecht. Hast du die Schmerzen schon mal gehabt? Nein. Ja. Ja, was denn jetzt? Ja, als das Auto gestreikt hat, aber da ging sie gleich wieder. Ich hol Sabine. Warum sagst du mir denn nicht? Oh Gott, weil ich es nicht so wichtig fand. Sag mal, warum sie mit der Trage kommen. Ja. Geht es? Oh. Mit Mama stimmt das nicht. Du musst kommen, schnell. Hm, mach schon. Ganz ruhig, ich komm ja schon. Was ist denn los? Irgendwas mit Evi. Wo willst du denn hin?
Paul, ich spüre das. Keine Angst, Sabine kommt gleich. Evi, was ist? Sie ist schockig und hat starke Schmerzen im rechten Unterbauch. Vorsichtshalber legen wir einen großen Zugang und mach eine Häs fertig. Evi, wo tut's dir weh? Da unten. Es ist das Baby, ich weiß es. Mir ist so schlecht. Du bekommst gleich was gegen die Übelkeit. Ich krieg erstmal einen Zugang. Wolke. Sabine? Im Strahl? Ja. Läuft. Sechste Woche, oder? Ja. Gibt's schon Ultraschallbild? Noch nicht. Sie wollte heute halt zur Frauenärztin. Verdacht auf Tubenruptur. Wir legen sie jetzt ganz vorsichtig auf die Trage. Evi, da? Ja. Eins, zwei, drei. Drei. Kannst du was erkennen? Ja. Und? Es ist wohl eine alte Schwangerschaft. Ich möchte dich sofort in die gynäkologische Fachklinik bringen, zu Professor Schneeberger. Er ist ein Spezialist auf diesem Gebiet. Hm? Keine Angst. Wir sind bei dir. Hm? Was ist, wenn der Eileiter bricht? Die Klinik ist am anderen Ende der Stadt. Mit dem RTW sind wir nicht schnell genug. Rein das. Ja, danke, verstanden. Anneliese ist wieder einsatzbereit. Sie ist auf dem Weg zum Rettungszentrum. Wirklich? Das ist ja wunderbar. Ich melde sofort bei Schneeberger an. Evi, alles wird gut. Alles wird gut. Aber das Baby. Wir verlieren das Baby. Jetzt geht's erstmal nur um dich. Du bist wichtig, sonst gar nichts. Charlie, das hier ist deine Aufgabe, okay? Du kannst dich auf mich verlassen. Das weiß ich. Schaffst du das, oder sollen wir einen Kollegen rufen? Brauchst du nicht. Dann, Jungs, beeilt euch. Hohmann! Wir sollen uns den Flug als Einsatz zuordnen. Jawohl, Herr Hauptmann! Verlass, altes Mädchen. Hier ist der SR 71 mit einer Notfallverlegung vom Bundeswehrkrankenhaus in die Frauenklinik. Die Anmeldung ist bereits telefonisch erfolgt. Das ist verstanden, SR 71. Paul, wir schaffen das, okay? Wir sind bald da. Und Evi kriegt eine 1A-Landung von mir. Hätte ich nie gedacht, dass ich mal meine eigene Frau fliegen muss. Okay.
und los. Diese Aufnahmen habe ich vor 16 Minuten gemacht. Schwester Adriane. Wir haben ihr 1000 Hes gegeben, Druck ist bei 90. Sehr gute Arbeit, Frau Kollegin. Warum haben Sie eigentlich darauf bestanden, dass ich die Patientin operiere? Ich habe Ihre Artikel über endoskopische Laseroperationen in der Fachpresse verfolgt. Gut. Mach dir keine Sorgen, ja. Du bist hier in den besten Händen. Komm, der Mann ist ein absolutes Ass. Hm? Die spontane Abwehrreaktion, das neueste EEG und andere Tests zeigen, dass sich bei Ihrer Mutter etwas tut. Wir dürfen gespannt sein. Das heißt, dass Mama wieder aufwachen könnte, nicht wahr? Aber wann? Was kann ich tun? Sie machen schon genug. Und ich will Ihnen auch nichts versprechen. Aber es besteht Hoffnung. Auf jeden Fall werden wir Ihre Mutter erst dann operieren, wenn wir die Entwicklung des Komas abschätzen können. Wie gesagt, die nächsten Tage sind entscheidend. Aber irgendetwas muss ich doch für Mama tun können. Gehen Sie sich heute Abend ein bisschen ablenken, damit Sie etwas Neues zu erzählen haben. Sprechen Sie weiter mit ihr, ja? Mhm. Schön, dass du da bist. Ja. Hallo, Wolke. Hallo. Ja, wir haben Evi gerade noch rechtzeitig zu einer OP geflogen. Eileiter Schwangerschaft. Oh. Ich habe gute Nachrichten. Dr. Denner hat gesagt, dass Mama Fortschritte macht und vielleicht wieder wach werden könnte. Ist ja sagenhaft. Ich freue mich. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Ja, ich gehe da mal. Frankfurt, Herr Bank. Blank, nicht Bank. Wie viel? 93,50 Euro. Wie viel? Vom Allen das Beste. Und das gleich dreimal. Macht 93,50 Euro. Ja. Vielen Dank. Guten Appetit. Hohmann! Ja, danke. Danke, dann weiß ich Bescheid. Danke. Wiederhören. Kein Durchbruch. Der Eileiter konnte gerettet werden, Evi schon im Aufwachraum. Ich fahr gleich mal hin. Na siehste, ich sag's den anderen. Hallo. Ich musste dich einfach sehen. Können wir reden? Sabine? Bitte bleib. Ach so. Ich verstehe. Sabine. Es tut mir unendlich leid, was da passiert ist. Ich möchte das wieder gut machen. Bitte. Es wird nie wieder vorkommen. Ich verspreche dir das. Ich gehe mich da mal umziehen, ja? Ich decke schon mal den Tisch. Okay. Nun red schon. Schrei es raus. Du musst doch eine Mordswut auf mich haben. Und es wäre besser, du lässt es raus, bevor wir mit Madeleine essen. Warum sollte ich wütend auf dich sein? Es tut weh, dass Madeleine sich in dich verliebt hat und nicht in mich, ja. Aber es hat eben nicht sollen sein. Die Liebe ist unberechenbar. War es das? Keine Vorwürfe? Nein. Ich war schon immer ein guter Verlierer. Erwarte bitte nur nicht von mir, dass ich bei dem Essen dabei bin. Eins noch.
Madeleine ist eine wundervolle Frau. Und wenn du sie nicht dementsprechend behandelst, dann reiß ich dir ganz einfach den Kopf ab, okay? Okay. Sabine, du machst es dir wirklich zu leicht. Ich habe es dir tausendmal erklärt. Es braucht noch immer zwei, wenn es so weit kommt. Pass auf, ich glaube, du gehst jetzt besser, ja? Ich hier raus. Verstehst du? Scheiß! Lass mich hier nicht den schwarzen Peter zuschieben. Ach nein? Das würden wir jetzt aber schon etwas genauer wissen wollen. Und wo sind deine blauen Flecken, hä? Das ist ein Privatgespräch und geht nur mich und Sabine etwas an. Lass uns bitte alleine. Siehst du das auch so, Sabine? Sollen wir wieder gehen? Du sollst gehen. Und zwar sofort. Wie bitte? Ist das Ende unserer Beziehung jetzt eine Kollektiventscheidung? Nein. Das ist meine Entscheidung. Du hast echt was Besseres verdient, Sabine. Danke, Jungs. Ja, klar. Jederzeit. Dafür ist ein Team schließlich da. Und das mit der Liebe, das kriegen wir beide auch schon irgendwie.